So, warte, ich join gerade. Ja, warte, eine Sekunde, ich bereite noch kurz was vor. Ja, ich bin gleich erst auf Summer, warte, ich bin jetzt erst im Portalraum. So. Sag mal, soll ich zu dir oder wo bist du? Bist du schon online? Ja, du bist online. Ja, du kannst zu mir kommen. Komm zu mir. Ja, warte. Hab eine kleine Überraschung für dich. Hier. Warum lachst du dabei? Stell dich mal hier drauf. Warum? Stell dich mal drauf. Warum soll ich mich hier drauf? Und jetzt guck mal nach oben. Guck mal nach oben, gleich kommt. Stell dich drauf und guck nach oben, gleich kommt eine Überraschung. Nein, hör auf. Was machst du? Ich hätte es! Nein! Das hätte ich wissen sollen. Das war für letztes Mal, mein Lieber. Oh Mann, das hätte ich wissen sollen. Das hast du jetzt bestimmt auch. Ja, Freunde, damit herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, Philipp, ich nehme schon die ganze Zeit auf. Da schneide ich auch definitiv mit rein. Heute haben wir uns was extrem, extrem Cooles überlegt. Ihr seht das schon, ich habe gerade eine Barriere in meinem Inventar. Warte mal, ich werf dir mal eine zu, dann hast du auch eine. Wir haben heute nämlich was richtig, richtig Lustiges vor. Ihr könnt euch ja wahrscheinlich noch dran erinnern, der gute Philipp und ich haben mal hier als Fake-Owner unser Unwesen getrieben und haben den Server mal so richtig aufgemischt. Und heute haben wir eine Art Troll vor. Heute werden wir nämlich, ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. Ich gehe mal ganz kurz, gehen wir mal doch mal zu diesem Haus hier. Komm mal kurz zu mir, Philipp. Ja, warte, ich komme zu dir. Heute werden wir uns Barrieren nehmen und wir müssen uns einen User raussuchen, der gerade in dem Haus drin ist. Und dann werden wir um das gesamte Haus Barrieren bauen. Das wird so geil. Sodass man nicht mehr reinkommt, nicht mehr rauskommt. Und das Krasse ist ja, Freunde, ich kann euch das mal zeigen. So sieht das für einen User aus. Wenn man keine Barrieren in der Hand hat, dann verschwindet das. Ach, hier ist gerade sogar jemand. Oh mein Gott. Und hier sind einfach unsichtbare Blöcke. Die kann man nicht kaputt machen. Und das ums ganze Haus. Man kann nicht rein, man kann nicht raus. Ich glaube, das könnte richtig lustig werden. Oder was denkst du, Philipp? Das könnte richtig lustig werden. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Gut, dann würde ich sagen, können wir doch eigentlich loslegen, oder? Ja, ich würde sagen, wir suchen jemanden raus. Ja, dann würde ich sagen, dann fange ich doch einfach mal an zu suchen. Ich hoffe, wir finden relativ schnell jemanden. Ja, ich fliege in die eine Richtung, du in die andere einfach. Okay, ich mache auch mal über TPO. Ich hoffe mal, wir finden jetzt schnell jemanden. Ich habe da so Bock drauf. Na, merkst du schon was, Philipp? Oh Gott, stimmt. Versuch mal durchzukommen. Ich wollte. Man kommt jetzt nicht mehr durch. Ich komme hier einfach nicht mehr durch. Guck dir das mal an. Ich bin hier gerade durchgeflogen. Warte. Oh mein Gott, weh mal die Barrier aus. Oh Gott. Weißt du, was wir gerade machen? Gegengeflogen. Wir machen auch noch mal einen Deckel drauf. Warte. Damit man wirklich gar nicht mehr rauskommt. Okay, das Ding ist, was denkt er sich bitte? So, das Ganze, er ist komplett eingesperrt. Er hat es gemerkt. Er ist dabei. Er baut das gerade ab. Ach, er hat es schon gemerkt. Er versucht es abzubauen. Warte. Wie hat er das denn bemerkt? Er hat es direkt gemerkt. Oh nein, guck mal, was du gemacht hast aus Versehen. Du hast auch den Boden. Ach, scheiße. Oh nein. Ich glaube, wir sind aufgeflogen. Oh Mann. Aber vielleicht checkt er das auch noch nicht. Ich beobachte ihn. Guck mal, was er macht. Er versucht das die ganze Zeit. Oh, er baut sich jetzt hoch. Was denkst du, versucht er sich rauszubauen? Oh Gott, ich weiß es nicht. Ich glaube, er versucht sich rauszubauen. Oh Gott, gleich kommt. Er kommt nicht weiter wegen seinem Turm. Oh Gott. Oh mein Gott. Er tut mir schon fast ein bisschen leid. Er wird gleich merken, dass da oben eine Decke ist. Ja, er kommt. Er ist an der Decke. Er ist oben an der Decke. Ey, das ist ja mega cool. Ehrlich, so eine coole Idee. Er bekommt natürlich gleich auf jeden Fall eine Entschädigung. Ist er disconnected? Hä? Wo ist er hin? Nee. Ach doch. Doch. Er ist wieder raufgekommen. Er hat nur geschaut, ob das ein Bug ist. Oh Gott. Okay, es ist ihm auf jeden Fall nicht aufgefallen, dass wir das fahren. Das ist schon mal gut. Ja, das ist schon mal echt gut. Okay, was macht er jetzt? Er steht da gerade. Oh Mann, wollen wir ihn mal von seinen Qualen erlösen? Ja, Philipp? Komm, mach das weg. Mach das mal weg und mach mal gar nichts. Genau, als wenn nichts gewesen wäre. Okay, warte. Ich mach Undo. Und jetzt ist alles wieder wie vorher. Er kann wieder durchkommen. Hier backt jetzt die Fackel rum. Oh Gott, weil die in der Luft schwebt. Siehst du das? Ja. Wie sieht das denn aus? Oh Gott. Die Fackel, die schwebt einfach in der Luft. Was macht er jetzt? Er sieht die Fackel auch. Er guckt sich die Fackel an. Hat er die Fackel da hingesetzt? Nee, ich glaube, das backt einfach nur mega rum wegen den Barriers. Ich glaube, er hat die da hingesetzt und dann habe ich Undo gemacht. Und genau das meine ich. Wollen wir mal aus dem Vanish rausgehen? Ja, komm, wir gehen mal aus, komm, wir dem, gehen mal aus dem Vanish raus. Dann weiß er auch, wer das gemacht hat. Hier, warte mal, ich schreibe ihm meine MSG. Oder willst, schreib du ihm meine MSG? Ja, okay, ich schreibe ihm eine MSG. Ich suche ihm mal ein Beacon raus. Den glaube ich ihm mal. Eine MSG. So. Ach, er sieht den Beacon gar nicht. Warte, sieht er den Beacon? Ey, er freut sich, glaube ich, mega. So, ich jetzt hat er auf jeden Fall ein Beacon ich bekommen. Ihm geschrieben. Eine kleine Entschädigung bekommt man natürlich bei uns auf jeden Fall. Oh, er hat mir Diamanten gegeben. Du brauchst mir doch keine Diamanten geben.
Hier, nimm deine Diamanten wieder. Oh Mann, ey, das war... Er gibt sie mir wieder. Hä, wie viele sind das? Ah, ich hab sie jetzt. Sieben Diamanten gibt er mir. Ey, du brauchst mir doch keine Diamanten geben. Ich hab doch Game Mode. Hier, nimm die Diamanten. Er will die Diamanten nicht. Er will die nicht. Okay, okay, dann behalte ich sie einfach. Okay, weißt du was? Wir suchen den nächsten raus? Ja, wir suchen den nächsten raus. Das hat doch auf jeden Fall schon mal gut geklappt. Ich bin gespannt, wie es beim nächsten klappt. Ich bin echt gespannt. Philipp, ich glaube, ich habe jemanden. Ich habe jemanden, der geht gerade sogar in den Keller. Komm schnell zu mir. Warte. Wir haben jetzt Zeit. Wir haben jetzt Zeit. Wir können das machen. Warte. Oh mein Gott, es ist okay, warte. Ich komm. Ich dachte, ich habe auch schon einen, aber okay. Warte. Oh, der hat sogar einen Shop. Der ist unten im Keller. Machst du die Wand? Ja, ich mach die Wand. Und ich schaue mir mal an, was der da unten macht. Warte. Der baut hier unten gerade. Okay, die Wand ist drum. Ich mache nur noch den Deckel drauf. Warte. Okay, warte. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er ist unten. Das Ding ist, wie kriegen wir ihn denn hoch? Wollen wir ihn hochlocken oder meinst oder sollen wir abwarten, bis er hochgeht? Er ist hier unten an seiner Baumfarm. Warte, ich komme zu dir. Ich bin gerade in Game Mode 3. Er geht gerade hoch. Oh Gott. Oh mein Gott. Denkst du, er merkt? Okay, er geht hoch. Oh Mann. Wollen wir ihn runter? Oh nein, jetzt sieht er es. Er sieht es, er merkt es. Ach, du hast hier oben die Decke direkt gesetzt. Hier oben ist die Decke, weil die Decke... Oh Gott, er merkt es. Die Decke ist direkt hier. Weil ich hatte das nicht gesehen, dass er hier noch weiter baut. Ach so, ich dachte, die Decke hier oben ist gar nicht. Ich dachte, die ist noch weiter oben. Hey, jetzt baut er den Block ab. Oh Gott, stellt euch mal vor, das passiert euch. Da würde ich auch sofort erstmal an den Bug denken, oder? Ja, klar. Wer denkt denn auch, dass so zwei Gestörte wie wir einfach mal Barriers ums Haus setzen? Ey. Okay, er versucht ihn abzubauen, aber das wird leider nichts. Selbst mit einer Diaspitzhacke wird das, egal wie viel Effizienz da drauf ist, selbst mit Effizienz 100. Es bringt gar nichts. Selbst mit Effizienz 1 Million, ihr könntet so viel hacken, wie ihr wolltet, es wird einfach gar nichts bringen. Nee. Okay, er hackt weiter. Aber weiß er denn nicht, normalerweise weiß man doch, dass das Barrier sind, oder nicht? Vielleicht kennt er sich nicht so aus. Das kann natürlich auch sein, ne? Normalerweise benutzt man Barriers ja auch nicht beim Zocken oder so. Das ist ja nur wichtig, wenn man einen Server oder so ich macht. Ich hab eine Idee. Wollen wir ihn locken? Wollen wir ihn zur Tür locken? Soll ich ihm eine Diamantspur legen? Ja. Okay, komm. Leg ihm eine Diamantspur. Ich nehme jetzt Diamanten. Ey, er schreibt ein Schild. Hä? Oh Gott, ich lock ihn, komm. Oh, guck mal, was er auf das Schild geschrieben hat. Oh Gott, werde ich getrollt. Oh Gott, nein. Ich glaube, okay, dann weiß er jetzt Bescheid, aber ich log ihn trotzdem runter. Okay? Ja, log ihn mal runter. Ich habe ihn falsch gelockt. Wo geht's denn runter? Ach, hier. Komm, ich leg hier, zack, zack, ey. Damit er mal sieht, dass er komplett eingehüllt ist, ne? Ja, so, komm, dann locken wir ihn jetzt hier zur Treppe. Er folgt jetzt ganz fleißig der Diamantspur. So, dann hier noch einer. So, dann kommt hier unten noch einer hin. Und wo ist der Ausgang? Hier, okay? Ich bin unten. Okay. Ist er direkt hier. Und dann, ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee, du legst jetzt einen Spawner da draußen hin, okay? Ja, das mach ich. Leg einen Spawner da draußen hin. Warte. Ich hab den Spawner davor. Okay, gestellt. Da liegt jetzt ein Spawner. Oh, er kommt gerade runter. Ich schmeiß hier ein paar Dias hin, damit er das sieht. Er sieht's, aber er kommt nicht raus. Oh Gott, er kommt nicht raus. Oh, das muss so schlimm sein. Er kann sich drunter durchbauen, glaube ich. Oh nein, da hast du nicht dran gedacht. Er kann sich drunter durchbauen. Nein! Er baut sich drunter durch. Oh Gott. Oh Mann. Okay, den Spawner, den hat er sich jetzt aufgehalten. Den hat er sich jetzt aufgehalten. Ich gehe mal aus dem Vanish. Ich gehe mal aus dem Vanish raus und dann gehe ich mal auch aus dem Game Mode 3 raus. Und dann, ich würde sagen, wir zeigen uns mal. Komm. Ja, komm. Ich gehe jetzt auch noch aus dem Vanish raus. Freunde, dann klären wir jetzt noch ganz kurz den Spieler auf, dass er auch Bescheid weiß, was wir gerade hier gemacht haben, dass er im Visio ist und so weiter. Und dann machen wir gleich weiter, oder was sagst du, Philipp? Ja, ich suche auf jeden Fall den nächsten raus, oder wir beide gleich. Philipp, ich glaube, ich habe jemanden. Ich glaube, das könnte funktionieren, warte, wenn wir uns beeilen. Warte, ich mach das mal. Ich beeile mich. Oh Gott, das Haus ist ja nicht mal super groß. Hier sind sogar unsere Köpfe. Oh Gott, das passt sogar unsere beiden. Okay. Es ist schon mal eine Schicht Barriers drum. Jetzt mache ich es noch hier oben einmal drauf, dass er auch nicht sich rausbauen kann. Soll ich ihn wieder rauslocken oder sollen wir erstmal abwarten? Lass erstmal abwarten und mal schauen. Noch hat er es noch nicht gemerkt, oder? Nein, er baut hier gerade sein Dirt weg quasi. Er setzt hier quasi das Dirt mit Cobblestone. Er replaced das gerade. Okay, ich glaube, wir sollten ein bisschen abwarten. Ja, ich glaube, wir warten einfach mal ein bisschen ab, weil ich finde das immer noch ein bisschen lustiger. Wenn sie es selber bemerken. Ja, dann wirkt das auch nicht wie ein Troll. Ja, okay. Dann lass einfach kurz warten.
Er merkt's, er hat's gemerkt, oh Gott. Er hat's gemerkt, er kommt hier nicht mehr raus. Er hat's gemerkt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und das Gott, Coole oh ist ja auch, es ist nicht direkt so am Haus, sondern er kann sogar hier noch in die Ecke rein. Ja, und er versucht's wieder abzubauen. Ja, aber ich glaube, so viele wissen das gar nicht, dass es Barrier-Blöcke gibt. Ne? Barrier-Blöcke sind ja auch eigentlich Admin-Blöcke, wenn man selber keinen Server hat. Kann man ja auch nicht farmen oder so, da kommt man ja normalerweise als Spieler gar nicht. Er hat sich fast rausgebaut. Nein. Oh Gott, ich dachte, er baut sich raus. Oh, ich dachte auch jetzt, dass er sich ausbaut. Weißt du, wollen wir das nochmal machen, dass ich hier außen irgendwas hinlege? Ja, nein, warte, wir warten mal. Ah, wie? Er ist weg. Ich glaube. Ist er einfach disconnected? Ah, er ist wieder da. Ach, er hat geguckt, ob das ein Bug ist. Oh nein! Okay. Jetzt guckt er sich das an. Ich hab eine Idee. Oh Gott, ich hab die Idee. Oh Gott, ich hoffe, das kriege ich hin. Ich hoffe, ich kriege das hin. Was machst du? Oh Gott, ich habe das jetzt hier zugebaut. Er kommt jetzt hier nicht mehr rein in sein Haus. Er kommt nicht mehr zurück. Er kommt nicht mehr in sein eigenes Haus. Er kommt nicht mehr zurück. Scheiße. Warte, ich habe hier ein Drachenei, okay? Soll ich das mal hier hinwerfen? Wirf das aber mal hier so hin, dass er nicht raus will, sondern rein will wieder in sein Haus. Und er kommt nicht rein. Okay, warte. Er kommt nicht mehr rein. Warte. Ich komm mal rein. Komm mal zu mir. So. Und schau dir das an. Und dann schmeiß hier irgendwas hin. Warte. Hier kann er noch an der Seite vorbei. Okay, das habe ich jetzt auch dicht gemacht. Okay, dann lass es draußen hinlegen. Lass das Drachenei draußen hinlegen. Okay. Ich lege das Drachenei draußen hin. Er konnte die Blöcke kaputt machen, stimmt. Ach so. Hier, warte, ich lege es hier hin. Hier lege ich es hin. Was denkst du, sieht er es? Oh, gute Frage. Soll ich ihm eine Spur dahin legen? Ja, Er sieht es und kommt da nicht hin. Oh Gott, er könnte sich wieder drunter durchbauen, ne? Oh Gott, er baut sich hoch. Ja, das wird ihm aber nichts bringen, weil ich oben wieder einen Deckel drauf gemacht habe. Ja, er kommt nicht weiter. Er könnte sich aber drunter durchbauen, da habe ich jetzt diesmal nicht dran gedacht. Oh Gott, guck mal. Oh nein, ich wollte ihn eigentlich einbauen und jetzt baue ich die ganze Zeit so einen Weg. Ach, scheiße. Oh Gott, jetzt baue ich ihm so einen unsichtbaren Weg. Oh Mann. Ich wollte ihn eigentlich einbauen. Nein, warte. Ich glaube, ich kriege ihn eingebaut. Ja? Schaffst du es? Ich glaube ja. Ich habe ihn eingebaut bekommen. Er ist jetzt komplett eingebaut. Er ist eingebaut. Oh Gott, der Arme, Alter. Mach mal die Barrier-Blöcke weg. Das sieht richtig cool aus. Guck dir das mal an. Er schwebt einfach in der Luft wie so ein Hacker. Hier, warte. So, ich habe Uno gemacht. Jetzt kommt er wieder raus. Er kommt wieder raus. Er merkt es noch gar nicht. Oh nein, er merkt noch gar nicht, dass er wieder raus kann. Oh Gott, die Barriers sind gar nicht mehr da. Hier, guckt euch das an. Es sind keine Barriers mehr hier. Er baut sich weiter hoch. Hä, wie hoch will er sich denn noch bauen? Ich hab eine Idee, sobald er stehen bleibt. Oh, ja, genau. Guck. Oh Gott, ich hab die Barrier-Blöcke gesetzt. Ich glaube, er denkt, man kann hier immer noch nicht lang. Oder? Oder hat er es gemerkt? Nee, hast du es gesehen? Er baut sich weiter hoch. Ich baue Blöcke gleichzeitig mit hoch. Dann denkt er nämlich die ganze Zeit, die Wand ist da immer noch. Jetzt baut er sich unendlich hoch. Oh Gott. Oh Gott, warte, ich baue weiter hoch. Er baut sich immer noch weiter hoch. Oh Gott, nein, er fällt voll drauf rein. Oh, er ist jetzt runtergefallen. Er hat's gemerkt. Okay, er hat's gemerkt. Schade. Und er hat auch das Drachenei aufgesammelt, ey. Okay, das hat er verdient. Das hat er sich auf jeden Fall verdient, das Drachenei. Gut, dann würde ich sagen, dann lösen wir das Ganze jetzt noch auf. Genau, damit er nicht denkt, was weiß ich, was hier gerade passiert ist. Ich muss die Barrier-Blöcke erstmal wegmachen, weil die kriegt er ja entsprechend nicht weg. Sonst wir markieren einfach gleich das ganze Grundstück und dann machen wir das mit einem Schlag weg. Genau, würde ich auch sagen. Nee, aber mega cool. Ja, das war's jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Ich habe gerade nochmal allen Leuten Bescheid gesagt, dass ich gerade aufnehme. Schaut mal an, was hier los ist. Mega geil. Ihr könnt auch gerne mal auf den Server kommen. Durchrasten.de ist die Server-IP. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Die Server-IP findet ihr natürlich wie in jedem Video oben in der Videobeschreibung. Kommt alle mal drauf. Vielleicht sieht man sich ja mal da. Ich bin eigentlich auch so gut wie jeden Tag auf dem Server. Und dann war es das jetzt mit dem Video. Ich fand es heute auf jeden Fall mega lustig. Und was sagst du, Philipp? Ja, ich würde sagen, das kann man auf jeden Fall nochmal machen. Und stopp, bevor wir jetzt noch irgendwas anderes sagen. Für die Leute, die bis hierhin geschaut haben. Ich habe gesehen, letztes Mal waren es auf jeden Fall sehr, sehr viele. Lasst mal jetzt einen Daumen nach oben da. Ich bin gespannt, wie viele Daumen wir nach oben schaffen. Weil wenn ich sehe, dass ihr viel Daumen nach oben gebt, dann können wir auf jeden Fall nochmal zusammen aufnehmen. Auf jeden Fall. Das würde ich auch sagen. Ihr habt es gehört. Lasst den Daumen nach oben da. Das würde mich mega freuen. Und dann war es das jetzt mit dem Video. Würde ich auch sagen. Schaut auf jeden Fall mal bei dem Fox vorbei. Ihr findet ihn in der Videobeschreibung auch verlinkt. Und dann war es das jetzt. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Man sieht sich. Tschüss. Ciao.